Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Vorschau auf die neue Weltwoche mit einem sommerlichen Titelbild zu einem sehr brisanten und auch bedrängenden Thema. Faulheit lohnt sich, die Fehlanreize im Schweizer Sozialstaat. Hier geht es darum, dass wir aufzeigen, dass wir in der Schweiz erstens faktisch schon ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Wir stimmen zwar über die Einführung eines solchen noch ab, aber wir haben bereits eins in der Schweiz. Und zweitens haben Beat Gigi und Florian Schwab untersucht, wie eben die Fehlanreize in unserem Sozialsystem funktionieren, dass Leute eben durch Fehlanreize davon abgehalten werden, zu arbeiten, dass es lohnenswerter ist, zum Teil weniger zu verdienen, als nach oben zu gehen, um sich mehr anzustrengen. Also ein ganz wichtiges Thema. Und Florian Schwab hat noch einen anderen Aspekt, der mich ganz besonders beunruhigt, herausgearbeitet, nämlich die Tatsache, dass in der Schweiz, wenn Sie das Steueraufkommen anschauen, letztlich ganz, ganz wenig Leute am Ende den Großteil der Steuern in diesem Land bezahlen. Und das Problem, das wir in der Schweiz haben, ist, vor allem wenn Sie Städte anschauen, dass eben viel mehr Leute schon quasi mehr Geld vom Staat beziehen, als sie einzahlen. Und die Schicht jener, die den Karren zieht, die das Ganze bezahlt, wird immer kleiner. Das ist ein hochbrisantes Zukunftsproblem der Schweiz, das hier in dieser Titelgeschichte abgehandelt wird. Aber es ist natürlich beileibe nicht das einzige Thema, das wir in der Weltwoche haben. Weitere Aspekte, natürlich die Wahlen in Österreich. Wir haben einen österreichischen Schriftsteller gebeten, uns mit diesen mit den jüngsten Entwicklungen hier etwas uns vertraut zu machen. Wir haben einen Text über die sogenannten Rechtspopulisten im Blatt und untersuchen die Frage, wie links sind eigentlich diese sogenannten populistischen Parteien, die in Europa derzeit so viel zu reden geben. Wie sieht es eigentlich genau mit den Parteiprogrammen bei Le Pen, auch bei Donald Trump übrigens in den USA aus? Und wir stellen fest, dass doch sehr viele sozialistische Anliegen sich hier in diese sogenannten rechtspopulistischen Parteiprogramme hineingeschmuggelt haben. Dann natürlich die Weltwoche. Wir pflegen ja das breiteste Meinungsspektrum und die größte Vielfalt in der Schweiz. Freut mich ganz besonders, dass mein Nationalratskollege und ehemaliger Studienkamerad Balthasar Glättli von den Grünen für die Weltwoche einen Aufsatz über die Kultserie House of Cards geschrieben hat. Also auch Balthasar Glättli von den vermeintlich pazifistischen und so immer friedensliebenden Grünen zeigt hier doch eine psychoanalytisch faszinierende Affinität zu dieser doch in dem Sinn zumindest psychologisch sehr brutalen Serie, die Sie vermutlich kennen, auch schon gesehen haben. Wenn nicht, sollten Sie es nachholen. House of Cards, sozusagen Shakespeare im Fernsehformat umgelegt auf die amerikanische Politik mit einem hervorragenden Kevin Spacey in der Hauptrolle. Dann weitere interessante Kulturthemen. Der mysteriöse Bestsellerautor B. Traven. Hier gibt es neue Erkenntnisse, wer sich hinter dem Pseudonym versteckt. Großes Angebot auch im Ausland. Ein Highlight sicher das Thema, das große Interview mit Roger Scruton, dem führenden konservativen Intellektuellen Englands. Auch er gibt hier Auskunft über die Frage des Brexit. Und Wolfgang Keutel, unser Kollege, war noch in Moskau, hat sich das Grab von Lenin angeschaut. Lenin, der Revolutionsführer, hat ja eine Geschichte in der Schweiz, war ja hier bis 1917, hat er sich in der Schweiz bewegt als politischer Flüchtling, ist dann nach in die Sowjetunion zurückgegangen. Und jetzt gibt es offenbar Bestrebungen, dass es Russen gibt, die wollen ihren Lenin nicht mehr haben. Die sagen, die Schweiz solle sein Grab übernehmen. Das noch auch eine hochbrisante, interessante Auslandgeschichte in diesem Blatt unter vielen anderen Stoffen. Ich möchte es nicht mehr länger machen, wünsche Ihnen eine gute Lektüre, spannende, ergiebige Stunden, freue mich auf Ihr Feedback und wünsche Ihnen eine schöne Woche.